Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, einen Auszug, beziehungsweise das ist dann nur eine Wanne, die ich so rausziehen kann. Ich habe hier einen Anschlag oder ich kann sie hinten anheben und dann rausziehen zum Reinigen oder sonst irgendwas. Hier haben wir noch Befestigungsmaterial. Ich bringe 1,5 Liter Flaschen liegend rein. Von der Höhe her hat dieser Auszug eine Höhe von 24 cm, eine Länge ohne Aggregat von 56 und mit Aggregat von 72 und eine Breite von 44. Dieser Kühlschrank wird an sich sehr viel für LKWs verbaut. Volvo, Renault, Magnum. Ja, das sind die Hauptanwendung. Aber ich kann sowas natürlich auch im Wohnmobil einbauen oder im Boot, irgendwie unter einer Sitzbank. Der Kompressor ist hinten ein BD35 von Danfoss. Ich kann diesen Kompressor, ich könnte hier diesen Winkel lösen und den Kompressor extern setzen. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Ich habe aber einfach nur hier eine Leitungslänge von 70 cm. Also ich kann ihn zum Beispiel hier daneben setzen. Ihr wisst, wir bauen solche Sachen um. Für einen Aufpreis könnte man dieses Aggregat auch extern haben. Mit Kupplungen, dann kann ich mit der Kupplung verlängern oder auch eine längere Leitung bis 10 Meter. Ja, ist ein einfacher Kühlschrank. Der Listenpreis dieses Auszugs liegt bei 557. Ich habe jetzt aber die Meldung bekommen, dass Indl wahrscheinlich mit den Preisen hochgeht. Von dem her, sie reden um die 3% auf, ja, jetzt, oder? Ich bin auch noch nicht ganz sicher. Ich habe diese Information, ist bei mir irgendwo hängen geblieben. Ja, das ist die im Indl TB 36AM. Ist eine interessante Alternative zu sonst irgendwas. Wenn ihr Fragen dazu habt, wir haben das Gerät Standard nicht am Lager. Fragt mich an, schreibt mir eine Mail. Können wir besorgen. Wir haben jeden Monat einen Transport von Indl Italien zu uns. Weiter gibt es das Gerät auch von Webasto. Das wird über Webasto Indl Mabrine vertrieben. Über diese Geräte haben wir keinen Zugriff, weil das läuft auf einer anderen Schiene. Ja, aber das Direktgerät von Indl, überhaupt kein Problem. Weiter gibt es den Trauer 16, das ist wesentlich ein kleineres Gerät, da mache ich euch hier einen Link. Und noch einen Link über eine Kühlbox. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.